Hallo und willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Und der Tibra. Jupp. Und ihren Gemüsegarten da hinten. Genau, mein wachsender Gemüsegarten. So, was wächst denn da? Blueberries sind es wären, Aloe Vera, Mais, Schwammerl, ja, Schwammerlzucht. Ja, einiges halt, ne? Wo bist du? Ich bin schon am Weg nach unten. Genau. Der Tag ist kurz, die Arbeit viel. Genau. Ich bin diejenige, die was meistens so nach unten sumpert. Irgendwas hat sich des Nächtens eingebaut. Ach so, ja, stimmt. Ah ja, da. Da haben wir so, schon. So, ich mach da. Da haben wir den Übeltäter. Asozialer. Naja, nein, sei nicht so. Nö, was soll's zusammen haben? Was muss ich irgendwie vorher aufbaut? Ich hau auch gleich noch was zusammen. Wir haben beschlossen, wisst es glaube ich eh schon, vormittags sammeln, Ressourcen sammeln, nachmittags looten. Genau. Und dabei möglichst nicht draufgehen. Ja, achso, das haben wir auch beschlossen. Okay. So, welche Richtung nimmst du? Welchen Blödsinn magst du? Ich bin gerade einmal rund ums Haus gelaufen. Sehr, sehr toll, ja. Und jetzt setze ich mich dann neben dem Haus auf den Stein, klopfe da mal ein bisschen auf den Stein herum. Ah ja, und du schaust mir zu, oder wie? Beim Arbeiten? Genau. Ich verfolge das da vorher oben. Einer muss einen Überblick haben. So, wo sind wir denn? Wo ist die Tibra? Da. Da hämmert sie. Genau, ich klopfe sinnlos auf irgendwas drauf. Tun wir so, wie wenn wir was arbeiten täten. Genau. Das geht mir am besten. So tun, als ob. So, was habe ich wirklich vorgehabt? Ja, Ressourcensteinchen und Holz. Holz ist absolutes Mangel. In der Nacht hat sich ein bisschen was verändert. Wir haben 150er Waffen. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das beim letzten Skill schon gelernt habe oder nicht, sogar schon ein, zwei Tage davor. Ich habe es einfach übersehen, das haben wir jetzt da noch nachgebaut. Mhm. So. Recht viel mehr habe ich nicht gelernt, ich glaube die Tibra auch noch nicht. Nein, auch noch nicht. Ich bin kurz vor Level 10 ja. Für die nächsten Werkzeuge. Genau. Na? Ich bin jetzt irgendwo bei 16 oder so. Ich glaube, wir brauchen Clay auch jede Menge, gell? Ja, Klee. Kann man immer brauchen. Klee, ein Glücksklee. Brauchen wir in der Forge immer. Ja. Ja, als erstes werden wir jetzt den Stein abbauen bei mir. Und dann Holz. Das Ganze geht so bis mittags. Mhm. Späten Vormittag, Mittag. So zwischen. Ja, um 12 spätestens werden wir dann aufhören. Da geht es um Mittagessen oder Mittagsschlaf genau. Ja, genau. Und dann geht es um 4 Nachmittag geht es dann wieder los mit einer kurzen Loot-Tour. Genau. Dann schauen wir in A2 Einkaufssackeln und Einkaufswagel. Genau. Und dann legen wir sie wieder schlafen bis am nächsten Tag. Nein, was soll denn das eigentlich sagen? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ja, ich werde einfach alles abbauen, was mir in den Weg kommt. Die Tibra wollte euch erzählen, was sie alles arbeitet und darum ist da jetzt so wenig gekommen. Ja, das ist variabel, was ich so tue. Nein, Spikes, 5 Reihen mindestens will ich haben, rundum. Mhm. Na dann. Das Ruhe ist in der Hütte. Das glaube ich zwar weniger, spätestens am Tag 14 wird sich was tun. Das werden wir erst sehen. Wobei, wir haben auch groß geredet vor Tag 7. Ne? Genau, und dann war nichts. Da war ein großes Nichts. Das war das erste Mal, in allen Staffeln das erste Mal, dass sie am Tag 7 nichts getan hat. Wir haben das schon bei anderen gesehen. Aber bei uns war genau null. Nein. Bei uns war das erste Mal. Nothing. Ich glaube nicht einmal außerhalb von YouTube. So. Komme ich da rauf? Nein, ich komme da nicht drauf. Zerlegen. Und gleich die nächste Steinaxt. Ich will darauf, hippie. Ah, da drüben ist Kohle. Und der Zombie. Ja, ich liebe es. Ja, was wir gesehen haben, ist, dass es einen Flagstone jetzt gibt. Also geben wird es den wahrscheinlich eh schon immer. Aber da ist jetzt der Basisstein, von dem man weg aufrüstet auf zum Beispiel Cobblestone. Da können wir oder dann Beton. Relativ schnell eben was aufbauen. Und deshalb auch das Steine farmen, weil wir den jetzt immer als Basisstein verwenden werden. Mhm. Das war uns so noch nicht bewusst. Nö. Also sie haben wirklich einiges umgedreht mit der 16. Ich schau grad. Flagstone. Was auch sehr interessant, schaut das Fallen dem aus. Cobblestone Rock.
Also sobald wir unsere Basissachen gelernt haben für den Bau und für den Kampf, wird entweder die Tibra oder wahrscheinlich ich dann Richtung Wissenschaft da. Mhm. Wo das ganze Fallenthema drin steckt. Ja, ich mach mal ein paar Cobblestone Rocks, weil aus dem macht man den Flagstone. Mhm. So im Hintergrund werde ich einiges herrichten. Okay, also man braucht eh erstmal, und dann kann ich ja gleich einen Cobblestone machen, oder? Wenn ich einen Cobblestone brauche. In Cobblestone Rock? Ja, den machst du mit Clay und kleinen Steinchen. Ja, und der ist die Basis für den Flagstone, genau, oder? Ja, warum baut man dann einen kleinen Cobblestone? Dann brauchst du ja einen Cobblestone Frame oder kannst den gleich bauen. Ich habe das noch nicht angeschaut, wie das jetzt funktioniert. Ach so, den gibt es ja nicht mehr, ne? Es gibt den Cobblestone. Nein, ich glaube, den gibt es nicht mehr. Okay, so war es. Da war was. Ja, ihr merkt schon, wir sind da eher... Wir sind voll drin. Die Faulen, was diese Infobesorgung betrifft. Ja, wir lernen bei doing. Ja, genau. Ausprobieren, das ist so unseres, ne? Mhm. Ja, und wir haben in der letzten Zeit da selbst wenig geschaut bei anderen Kanälen. Stimmt, stimmt. Normalerweise kriegt man da auch. Muss ich schändlicherweise zugeben. 7 Days, glaube ich, schauen wir momentan ganz wenig. Dafür schauen wir jetzt ein anderes mehr, einfach um ein bisschen was zu lernen, und wir probieren auch selbst gerade. Ja. Empyrean. Ja, Galactic, das ist irgendwie Survival. Cool. Ja, wird eines der nächsten Games sein, was wir vermutlich angehen werden. Weil es uns, glaube ich, beiden recht mir gut gefällt. Mir gefällt es ja. Mal ein bisschen was anderes. Ist so eine Mischung aus 7 Days. Das ist basic. 7 Days mit. Arc, es sind mit Fortress-Kräft. Ja, und ein bisschen Arc drinnen. Ein bisschen Arc, ja, durch die Dinos. Also dort hat man das anstatt Zombies irgendwelche Aliens und Raptoren und sonstiges als Gegner. Genau. Wir kennen erst einen Planeten, wie gesagt, wir haben nur so ein Testgame mal laufen, dass man ein bisschen reinkommt, die Mechanik kennenlernt. Und wie das gesagt, Wichtige wird dann eh ausprobieren. Von Beginn an aufgenommen. Mir hat das gefallen mit den Blaupausen, die man erstellen kann. Müssen wir selbst zwar erst probieren. Aber es scheint so, dass man dort im Kreativ-Mode irgendwas bauen kann, erstellt dann daraus eine Blaupause und muss dann im Survival-Mode praktisch nur mehr die Ressourcen farmen und kann das dann insgesamt und das Ding baut, ja. Was nicht blöd ist, weil gerade das Bauen im Survival-Mode immer sehr mühsam ist, mit Bauprovisorium und alles, was man braucht. Das würde man sich ersparen. So, wo hämmerst du eigentlich? Ja, noch immer auf dem Felsen. Neben unserem... Ja, dass der mal wegkommt. Neben der ersten Zuflucht, okay. Hey, Dicker, da bin ich. Du musst da mal dahinter hängen bleiben, dann die ganze Nacht da hinten stehen oder so. Die durch den Felsen klopfen, da klopfen wir lieber selbst. Jetzt geht er wieder, der Hund, der. No, no, no. Oh. Bitte keine Zombie-Diskriminierung. Ich treffe mich nicht. Politisch korrektes Verhalten gegenüber Minderheiten. ob das Minderheit ist, ist mir jetzt nicht ganz klar. Naja. Ob der wirklich in der Minderheit hier einer ist. Einer ist weniger wie wir zwei. Es stimmt, ja. Und nur weil dort einer steht, heißt es das nicht, dass sie nicht hinterm nächsten Felsen 10 verstecken. Das stimmt, ja. Das haben wir in den letzten 2 Tagen gesehen beim Gronkh auf seinem Kanal. Ja, mit der absolut intelligenten Wegfindung stehen die irgendwo und ja. Die Mauer muss weg. Da sieht man schön, wie sich die Zombies verhalten, überhaupt wenn sie von Menschen gesteuert werden. Ne? Ja. Aber spannend. So, ja, dann mache ich gleich ein paar Spikes. Och, ich glaube, ich brauche noch Steinäxte. Schaut, ich beginne schon mit der letzten. Oh ja. Ich liebe Regen. Die Engel pieseln. Wie heißt so schön? Sie schiffen. Mhm.
stehen alle am Wolkenrand, pinkeln runter. Und lachen. Und lachen dabei. Und da haben wir das. Schau mal, wer da hämmert. Ja, ich sehe dich. So, ich werde noch ein bisschen Clay schaufeln. Ich brauche Steinigste. Ja, ja, dann musst du zu mir kommen. Yes. So, wo war meine Claygrube? Da. So, schauen wir mal, wo die Tieper ist. Da. Wie viele brauchst du denn? Hä? 3, 4. Oder so. Oder so? So, 1, 2, 3 und 4. Ah! Hm. Ah, 4? Ja, dann hab ich's. Passt. Ja. Ich dachte, die eine ist jetzt weg. Wer schmeißt da mit Dreck? Na, ich natürlich. Hm. Dreckspatz. Hm. Und ist schon kaputt. 98 schon kein Werkzeug mehr. Der schuftet. Selbstüberschätzung. So. Weil den Clay braucht man für die Forge und für den Flagstone und die Cobblestone Rocks. Cool. Zum 9 werden wir dann vom Felsen Richtung Bäume wandern. Wir brauchen nämlich auch noch jede Menge Holz. Ja, ich werde zwischendurch gleich ein bisschen Erde auch schaufeln für mein Gemüsegärtchen. Mhm. Okay, es regnet und mir ist heiß. Cool. Ja. Mei. Ja, mei. Kommt vom Sparen arbeiten. Genau. Und wieder eine Steinaxt durch. Brav. So. Ich komme da zu dir ein bisschen graben helfen. Warum graben? Da wird nichts gegraben. Hämmern. Ah. Hämmerst du auch auf meinen Stein? Ja. Such deinen eigenen. Ich hämmere unter dir alles weg. Ja, super. Gell? Das ist eine gute Idee. Wenn der Plan, das mag ich in Minecraft auch, wenn man unter die Füße die Blöckchen weggenommen werden. Und wer macht das? Es gibt also andere Minecraft-Spieler. Wirklich? Aber ich sehe, ich weiß ja aber nicht wer, weil wir auf so einem riesen Multiplayer-Server, wo wir unterwegs sind. Wo wir zwei alleine unterwegs sind, ne? Keine Ahnung, wer da der andere Spieler ist, der das immer macht. So. Aber ich tue es ja selbst doch. Eben. Ah, wird schon wieder heller. Bist du ein Überlebender der örtlichen Footballmannschaft, oder? Ja, bitte nicht verwechseln, gell? Ah ja, genau. Die gibt es ja im Zombie-Format. Nicht, dass du mal auf mich schießt. Aber gut, wir haben eh Friendly Fire aus. Genau. Oh, na bitte. Wieder ein paar Fertigkeitspunkte.
So. Ist ja eh schon nach 9, ab zum nächsten Baum. Und drauf wieder Biber. Ich würde gerade sagen, und pingeln. Klar, ich muss den Zombies zeigen, dass das mein Revier ist. Revier markieren. Da wird's Revier markiert. Sehr, sehr fein. So. Uah. Dahü, hot dahü. Das ist noch gar nicht rausgenommen, das hat er. Wirklich? Oder ich habe was reingelegt, weil er so viel, viel im Inventar hatte. Bin immer versteckt. So, was wollte ich jetzt eigentlich? Wood Spikes, da haben wir auch nochmal 10. Ja, das geht. Aha, spannend. Was denn? Den hast du schon. Was ist das da? Das war daneben. Ich habe da unten irgendwo eine verbrannte Zone. Ja, okay, ja. Da liegt eine Leiche. Da. Richtung Zentrum kommt eine verbrannte Zone. Da habe ich angefangen mit den Bäumen wegzunehmen. Weil da kriege ich auch ein bisschen. Na komm her. Da nehmen wir mal die neue Keule. Gibt's eins mit der Keule? Spart Muni, so ist es. So, dann entsorgen wir ihn. Mhm. Umweltgerechte Entsorgung der Zombie-Leichen. Yep. Das ist so wie Mülltrennung. So ist es. Aha, der Baum hört sich an, wie wenn ich auf Metall klopfen würde. Sehr interessant. Nein, das war ich. Ah! Du hast immer genau geschlagen, wenn ich auch die Tür weiß. Das ist ein Metallbaum. Kriege ich da jetzt Metall raus? Der Nierusterbaum. Ja. Mit Alublätter. Genau. Wir sind eigentlich Landschaftspfleger. Ja, schon. Schon, ja? Schreck mich! Bei dir? Vermutlich. Alter. Ah, vermutlich. Oder in im den Haus da. Ach Gott. Das hat man so nett gewitzt. Ich glaube, das war bei mir, gell? Aha. Da in dem Haus, glaube ich. Wie ich da bei der Hintertür gerade gewirkt habe. Ja, was tust du denn das? Das ist sicher in dem Gebäude da. Pass auf, dass die nicht am Kopf fallen, weil da oben ist offen, sehe ich gerade. Na gut, am Nachmittag gehen wir ja eh looten. Dann weiß ich jetzt schon. Irgendwie bin ich jetzt etwas. Ja, unrund. Die haben mir aus dem Konzept gebracht. Und da kommt sie. Da wird immer auf die Zombies ausgeredet. Natürlich. Ja. So, den Baum da nehmen wir mit, der schaut auch nicht gerade. Der schaut nicht gesund aus. Nicht gesund, okay. Der dürfte Zombie-Virus haben. Ah. Oje, Steinaxt schon wieder durch. Ich weiß nicht, wer die Steinäxte sind auch nicht mehr das, was sie mal wollen. Zombie-Käfer, der frisst sich unter die Rinde. Früher war das Werkzeug alles besser. Blödsinn. Ja, Frierer. Frierer war alles anders. Baum fällt. Schön, schön. Hat irgendwann einmal geheißen in einer Aufnahme, ich muss das immer dazu sagen. Ja, das haben sie Gott sei Dank wieder rausgenommen, glaube ich, da sind der Baum erschlagen. Ich schieß gleich mit einem Baum nach dir. Ja. So.
Hopp, da nehmen wir gleich was mit. So, ich gehe mal auf die Straße. Ich mag das nämlich nicht im Gestrüpp sitzen. Ah, da drüben brennt einer. Okay. Und ein Krabbel-Philipp. Und zwei Krabbel-Philipp. Alles in deine Richtung. Yeah. In meine Richtung? Ja, natürlich. Warum im... Natürlich. Warum ist das natürlich? Riech ich? Weiß ich, soll ich mal schnuppern? So. Ich bin versteckt. Na, ich nicht mehr. Wo rennst du denn hin? Da, da spielt Musi. Wer? Ich? Ah. Ja, ich komme ja schon. Achso. Ja, da bin ich. Wuff, wuff. Pass. Pass. Pass auf, Zombie. Pass auf. Na, da komm ich ja. Ja, da komm. Ja. Das ist ein unfaires Verhalten der Spieler. Hast du ihn? Schau, da vorne ist auch noch. Ich bin voll, ich kann es nicht nehmen. Kannst okay. du? Okay. Ich baue ihn dafür ab. Ich entsorge ihn wieder umweltgerecht. Okay, ich bin auch voll. Hinter dir kommt schon der Nächste. Ist okay. Ich hatte, glaube ich, einer erst Nüfeld. Das sollte man nicht. Ich glaube, das fällt an der Leichenschiene. Nimmst du ihn da wieder? Nimmst du ihn? Ich bin zwar auch schon voll, aber da ist nichts mehr drin. Das ist auch gut. Zombie, komm! Bup. Ja, jetzt hat er es kapiert. Depp. Ich habe das ganze Klumpert drin, was ich eigentlich loswerden wollte. Diese 25er und 50er Messer, das schmeißen wir da jetzt alles raus. Dann habe ich jede Menge Platz. Warum habe ich das nicht schon gemacht? Das 100er schmeißen wir auch weg, das kostet alles nichts, das Zeug. Aha, hast du den gesehen? Das ist auf alle vier gefallen. Ja, weil ich ihn angeschossen habe. Ui, das ruckelt. Oh! Heftig. So. Du, da ist eine... Ja, wir sollten, glaube ich, kurz ausräumen. Wir müssen sie hier unten noch irgendwo was machen, wo wir sicher was reinbringen. Dann machen wir eine Chest. Weil es ist schon 12:30, wir halten schon wieder unsere Zeitvorgaben nicht ein. Mhm. Und Lutur. Mhm. Ja, wir sind eigentlich gemischt mittendrin. Kannst du ein bisschen Holz mit. Ja, und ich pflanze gleich wieder an. So, ups. So, irgendwo hab ich da... War da nicht... Ah, da ist die Box. So, und das da, Schreibtisch, suchen wir auch, passt. So, jetzt laufe ich da noch schnell rüber und fülle uns die Gläser auf und dann leere ich mein... Soll Impf ich, da. Da ist eh nichts drin. So, meine Schneebären habe ich auch schon wieder nicht gegessen. Das Frühstück für den Champ. Als Frühstück für echte Champions. Ja. Sup. Sup. 26 Gläser. Passt schon wieder? Mhm. Cool. So. Wenn man es jetzt noch auffüllen würde, wäre es toll. Wieder füllte Gläser. Was ist? Wetter. Wir können stapeln vielleicht. Ah, jetzt. Keine Ahnung, was er guckt. Okay.